Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spell of the Breath of Winter. Ich Grüß habe mal Gott, jetzt sind ein die bisschen Gegner. aufgeräumt hier. Ich habe hier viel gemacht. Ich habe hier viele Keulenschnitzer hingebaut, damit die Champions schneller spawnen. Ich habe die Holzfällerhütte weggemacht, weil einer meiner Arbeiter tragischerweise an diesem Sonnenturm gestorben ist. Ja, falls ihr dieses Ding bemerkt, dieses Glitzer hier rum, das ist einfach, weil ich mal den Feuerbann ausprobieren wollte. Whatever, einfach so. Ja, die Champions haben das jetzt nicht, aber ich habe jetzt hier 10 Champions gebaut. Ich habe gerade eine Welle abgewehrt. Und bin aufgestiegen. Yes, endlich kann ich leichte Kriegskunst auf 8 machen. Ja, das kann ich eh nicht. Ich brauche hier nichts zu erhöhen. Geschicklichkeit mache ich mal, damit ich schon weiter erhöhen kann. Dings und Wendigkeit mache ich auch mal eins hoch. Man kann ja nie wissen, ne? So, na, Feuerschild Stufe 8. Ich habe auch Diener des Feuers Stufe 7 gekriegt. Das kann ich auch mal gebrauchen. Aha. Zwergenaxt der Ältesten. Die ist ja eigentlich ziemlich nice. Ne? Die könnte ich eigentlich benutzen. Eigentlich. Nicht nur eigentlich, ich benutze sie einfach. Bam. Weil ich's kann. So, ich speichere jetzt nochmal ab. Man kann ja nie wissen, was sonst passiert. Und wir marschieren Folgt los. mir. Ich habe auch Vorwärts. schon mal mit meinem Avatar hier ein bisschen in der Third Person ein bisschen geguckt. Also von hier kommen die immer. Das heißt, da muss der Spawnpunkt sein Sofort. und den werde ich natürlich auch sofort zerstören, denn ich habe keine Lust, dass die auf meine Siedlung zu marschieren. Auf meine wunderschöne Siedlung, die ich mir hart aufgebaut habe, im Schweiße meines Angesichts. Schnell. Das hier ist ein sehr, sehr weitläufiges Gebiet, soweit ich mich erinnere. Ja, die Sonnenstadt hat, ja, ziemliche Bauvorteile. Ein Gegenangriff. Okay, egal. Okay, hier oben, das ist diese, hier sind die Leute der Sonnenstadt. Ich weiß nicht genau, ob der, da ist der Anführer der Sonnenstadt, der ist auch dabei. Okay, hier gehen mehrere Wege hoch. Hier ist auch noch ein Hexerturm. Ein Ja. Gegenangriff. Ja. Wisst ihr was? Oh Gott, das sind so viele. Mir nach. Aber ich werde jetzt erstmal die Hexertürme drumherum zerstören. Die sind ja nicht so schlimm und die töten meine Leute Wo auch kommen nicht. Sie her? Wo kommen die her? Was ist denn hier hinten? Ah. Imperialer Schreckensritter. Clanbrüder zu Schreckensritter. mir. Bereit. Folgt mir. Hallo? Ah, danke, dass ihr den auch mal angreift, Mensch. Soll ich einfach abwarten, bis die nächste Welle kommt, oder soll ich Sofort. direkt angreifen? Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich ein paar rausziehe. Mein Avatar wird sich mal dafür opfern. Hallo? Seht ihr mich? Ihr seht mich. Na, kommt. Oh Gott. Oh Gott. Zur Leute, Ehre zu mir! Aulis! Oh je, meine. Jetzt kommen natürlich alle. Fühlen Sie mich schon ein? Anführer der... Ich will den Anführer, danke. Wo ist meine Keule? Mich Wo ist zurückweisen! meine Keule? Oh, der Anführer ist bereits tot. Das gefällt mir. Ein Kämpfer ist tot. Das ist mir aber egal. Verschwindet! Entdeckung! Entdeckung! Oh Gott, eine Schattenklinge. Hopp! Hopp, Wir werden hopp, ich angegriffen. will nicht, dass meine Leute Mich hier... zurückweisen. Mach die hier alle fertig. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Wir Ah, sie kann nicht sollen weg. Er kann nicht weg. weggehen. Komm schon. Hinterkommen. Komm schon. Nein. Ein Champion ist gestorben. Aha, hier ist ein Meister der Nacht. Deswegen. Was ist passiert? Die sollen weggehen. So. Genau, mach den Klingentänzer nieder und den Onyx-Schrein, denn sonst kommen immer Tod den wieder neue. Feinden. Kann ich jetzt eigentlich... Nein, kann ich nicht.
Stufe 22 brauche ich dafür, aber eine Priesterin. Soll ich Jarvis wegmachen oder die Mentalistin? Beides ist eigentlich nicht besonders gut. Boah, was für ein Schlachtfeld hier. Okay. Dann macht mal hier noch die Hexertürme kaputt. Ich loote inzwischen. Ich loote fleißig. Geh da mal mit. Die sollen weggehen. So. Kampfkeule der Nordmänner, Einsiedlerring, Utraner, Armbrust. Die kennen wir ja auch noch aus All of Dawn. So. Mach den mal weg. Was denn? Geh du mal hier hin. Okay, weiter geht's. Beinplatten der Ordensritter, na, die kann ich eh nicht verwenden. Schwerer Holzbogen. Rotbogen, meine ich. Schattenklinge, Erdpanzerstufe 7. Okay, Anführer der Sternenstadt, Sonnenstadt. So, ich habe alle drei Schlüssel. Wir haben den Zugang zur inneren Stadt. Es wird Zeit, Grimm eine Lektion zu erteilen. Na, 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 Lena, wir sind noch nicht fertig hier draußen. Wir gehen jetzt noch weiter nach Osten, aber das heißt nicht, dass wir fertig sind. So, öffnet eines der Tore und reist zum brennenden Fels. Das mache ich noch nicht. Ich will erst mal gucken, ob ich vielleicht noch... eine neue Kappe kann ich auch nicht verwenden. Nee. Nee, kann ich. Ich kann keine so neuen Sachen verwenden. Das ist echt schlimm. Egal. So. Ich glaube, ich fülle die restlichen Sachen noch mit... Sofort. Geht's los. Mit, ja. Mit Champions auf. So, der erste Spawnpunkt der Sonnenstadt ist weg. Das heißt aber nicht, dass wir hier schon fertig sind, meine lieben Freunde. Und nein, 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 nein. Hier hinten sind noch ein paar Füchschen. Oh Gott, schon wieder ein Meister der Nacht. Der wird mir doch wieder viele Leute kosten. Und hier ist, glaube ich, auch noch ein Spawnpunkt. Und soweit ich weiß, müsste da aber auch noch jemand sein. Auf meinen Befehl. Der mir dann etwas Bestimmtes in der Sternenstadt freischaltet. Wofür ich ehrlich gesagt kein Geld ausgeben will. Ich bin so froh, dass ich jetzt so viele Keulenschnitzer gebaut habe. Aber dass die Trolle immer so lahm sein müssen. Emerald, du gehst nochmal hier hin. Hier nach oben. Weil ich glaube... Ich weiß nämlich nicht, ob hier noch Feinde sind hier hin. Ich weiß nur... nee, hier geht's nicht weiter. Na, ich schau einfach mal. Ich guck einfach mal. Okay, hier sind keine Feinde mehr. Okay. Das sieht so cool aus, finde ich. Hier kann ich voll weit schauen. Ich mach hier hoch. Hier sind Leute. Hier ist der Obelisk von Aonir. Hier hinten. Hier hinten ist glaube ich noch ein Spawnpunkt, soweit ich weiß, oder hier oben? Doch, ich glaube hier oben, genau, hier oben ist noch ein Gebäude, wenn ich mich recht entsinne. Sind jetzt alle da? Seid ihr alle da? So. Sieht ganz danach aus, ich schau mal. Yes, es sind alle da. Gut, dann gehen wir weiter. Mir nach. Die Sonnenstadt werde ich auf jeden Fall heute jetzt noch abschließen können. Vielleicht sogar schon in diesem Video. Aber dann werde ich natürlich nochmal zurückgehen. Folgt mir. Und den Pakt brechen, weil das war ja... Das wollte ich ja eh machen. Macht sie alle nieder. Für die Rune. Zerstört sie. Zermalmt sie mit euren Hammern. Kämpft, Männer. Wir müssen den Meister der Nacht töten, bevor er unsere Männer tötet. Nicht zurück, weißt du. Boah, wie gut, dass die das überleben. Auf der letzten Karte haben die mich gewone-shottet. Schnell. Die Elfen. Wisst ihr noch? Schnell. Ah, okay. Ist Archon Gul Saldure. Irgend so ein Archon wieder. Und los. Gut. Dann wird es Zeit. Oh Gott, hier ist noch... Auch ein Meister der Nacht dabei. Sind zwei Meister der Nächte. Okay. Sofort. Go, go, let's do this.
Folgt mir. Ich habe es mal mit Steuerung gemacht, denn das heißt ja, den Schnell. Befehl gegeben, da direkt hinzulaufen und Leute anzugreifen, die sie sehen. Oh Gott. Schnell. Hinterkopf. Los. Prügelt sie. Hinterkopf. Na. Egal, kann ich jetzt nichts machen, wenn meine Totems sterben. Könnt ihr mal... Vorwärts, vorwärts. Danke. Hinterkopf ist passiert. Das läuft gerade nicht so optimal für mich. Ah, hier ist eine Truhe. Das gefällt mir absolut gar nicht. Na gut, immerhin sterben keine meiner Dunkelelfen. Und meine Champions, sehe ich gerade, machen ordentlich Schaden. Wo ist meine Keule? Na los. Sie meinen es ernst. Wo kommen die her? Macht so, wie ihr wollt. Für die Rune. Ja. Genau. Kämpft, Männer. So. Ist hier irgendwelche Loots, die ich... Ich glaube, da ist ein Loot. Wo die Champions stehen drauf. Nee, es ist kein Loot. Okay. Damit wäre auch dieses Gebäude abgehakt. Wo geht's hier hin? Ich glaube, hier geht's zum Portal. Da will ich ja noch nicht hin. Und los. Okay. Weiter geht's. Folgt mir. Macht einfach alle nieder. Macht sie alle nieder. Sie haben sich uns in den Weg gestellt. Den Preis müssen sie zahlen. Mir nach. Du nervst mich. Hau ab. Hau bloß ab. Danke. Emerald, geh mal gleich da hoch. Ich möchte, dass du für mich etwas lootest. Ich mag dieses Wort, looten. Sofort. Du gehst brav hierhin. Aha. Ich kann hier blut. Ihr könnt währenddessen schon mal fleißig weitermachen. Dunkle Beinschienen. Sieht immer so aus, als ob die irgendwelchen Loot hätten. Dabei haben die gar keinen. Diese Lügner. Mach den Klingentänzer mal platt. Okay, ich muss mit diesem Archon reden. Sofort. Was ich natürlich auch tun werde. Aber erst nachdem ich seine Gefolgsmänner getötet habe. Stufe 18. Stufe 16. Wie fühlt es sich an, deine Brüder gerade umzubringen? Kämpft, Männer! Macht noch den Klingentänzer fertig. Und dann zieht ihr euch langsam, aber sicher hierher zurück. Du nicht. Du bleibst fleißig da. Wir wollen schließlich mit diesem Typen reden. Aura der Verzweiflung, Ring der Hexenmeister, magische Meisterkugel, Eislandhelm. Okay, ich weiß nicht mehr, ob er mich angreift, deswegen speichere ich. Das kann nicht sein. Nichts besiegt die Allmacht des Feuers. Erspart mir euer Gefasel, Priester. Wenn ihr leben wollt, hört mir zu. Ich kenne euer Bestreben, die Mondstadt zu vernichten. Ihr habt eine Macht erforscht, die der schwarzen Magie widersteht? Das Elementar der Sonne. Ruft es! Unterstellt es meinem Befehl. Oder tretet eurem Gott gegenüber. Bei den Flammen des Bargagor. Dann nehmt es, Menschenhund! Das Rote Imperium wird nie untergehen. Ich werde euch noch brennen sehen, Runenknecht. Oh! Bereit. Also das Sonnenelementar... Mir nach. ...ist immun gegen... Die... Oh, dann habe ich das falsch rum gedacht. Ich dachte, das Sonnenelementar ist immun gegen hier die Sonnenschirme und das Mondelementar ist immun gegen die schwarzen Türme. Okay, dann habe ich das vollkommen falsch gemacht. Okay.
Na gut, der Typ war wenigstens kooperativ, nach ein bisschen Überredungskunst. Ich finde es auch gut, dass Emerald hier absolut keine Gnade zeigt, was das Rote Imperium angeht. Man darf aber auch nicht nachsichtig mit denen sein. Das ist echt... Nicht gut ist das. Warum bist du so weit vor den anderen? Fällt mir nicht. So. So, und den Rest stocke ich hier oben auf. Ich muss natürlich den, ich muss den regulären Weg durch das Gebiet wählen, weil aus, ja, aus offensichtlichen Gründen. Hier, wo geht's eigentlich hier lang? Ich gehe trotzdem hier lang. Das Elementar der Sonne ist also gut gegen die Türme. Okay. Dem Roten Imperium darf man einfach keine Gnade zeigen. Das hat man jetzt gelernt. Schnell. Denn die zeigen einem ja auch keine Gnade. Ich mach dich mal auf eine... Ja. Krieg läuft. So. Vorwärts. Hier geht's, glaube ich, nicht. Hier geht's, glaube ich, zum Portal, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Mir nach. So. Mir nach. So. Jetzt gehen wir erst einmal zurück. Backtracking, backtracking. La-di-da-di-da. Sofort. So. Und jetzt... Mir nach. Wehe, ihr dreht jetzt um. Danke, ihr dreht nicht um. Verstanden. Warum läuft es da lang? Mag es nicht durch Wasser zu schwimmen, oder was? Okay. Hm. Was denn? Geh. Folgt mir. Wo ist das? Da ist das Elementar. Mann, ich bin total durcheinander. Ah, hier ist noch das andere Sonnenelementar. Das Mondelementar können wir uns dann von dem anderen aus der Mondstadt holen. Dann kann ich da noch die Viecher hier wegmachen. Und ich glaube, ich brauche das auch. Also... Und los. Geht mal dahin. Darf ich du töten? Gehst Verstanden. Auch dahin. Ja, und dann sehen wir bald diese zerstörerische Kraft des Sonnenelementars. Das dürfte eigentlich ein Spaß werden. Aber ich habe das... man merkt, wie lange ich dieses Spiel schon nicht mehr gespielt habe, das habe ich komplett vergessen, dass es eigentlich umgekehrt war. Oder? Naja, ich werde es ja gleich rausfinden. Weil eigentlich dürfte doch das Sonnenelementar immun gegen die Sonnentürme sein. Oder habe ich das komplett durcheinander gebracht? I don't know. Ich werde es, wie gesagt, herausfinden. Ich werde jetzt nicht abwarten, bis meine gesamte Armee wieder da ist. Ich würde deswegen sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Spellforce The Breath of Winter, wenn ich euch hoffentlich die Macht des Sonnenelementars zeige, wie es gegen diese Türme donnern wird. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.